Hallo und herzlich willkommen zurück bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich bin der Big Weber und wir werden heute die Kampagne weiterführen. Wir haben das letzte Mal eiskaltes Schweigen abgeschlossen und haben dadurch die Schaben bekommen. Und heute Die Protoss versuchen immer noch, Shakuras über unsere gibt's die Anwesenheit zu Hydralisken. unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Hauptzielbelohnung ist eine Evolutionsmission für Zerglinge. Bonusziel, 3 Machtpunkte für Kerrigan. Hydralisken gibt's. Na dann, gehen wir rein und schauen uns das mal an. Ja, entschuldigt, meine Nase juckt wie Sau heute. Bei mir kickt die Pollenallergie rein so langsam. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurch schafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Okay. Na, fast Hydralisken. Abatur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Okay, wir brauchen mehr Hydralisken. Alles klar. Erstmal Arbeiter. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Lufteinheiten auszuschalten. Was jetzt? Mama, wir machen mehr Hydralisken, aber erstmal. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Schon klar. Jo, erstmal wieder klassisch Basis aufbauen. Meine Königin, die Protoss haben ein Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Warp-Verbindung. Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören. Mama. Die können, glaube ich, keine Luftangriffe, oder? Nur Boden. Raus damit. Du hast meine Aufmerksamkeit. Das kostet jedes Mal 100. Ich brauche mehr Drohnen. Mehr Mineralien. Der Schwarm ist hungrig. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja? Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Okay, schon mal ein Shuttle weniger. Wir brauchen 2 Overlords. Machen wir gleich 3. Das läuft. Also, Nahrung. Also, ich sag mal, Nahrung ist ein Problem, weil sich das ganz schön zieht immer. Also, ein Overlord herzustellen dauert ganz schön lang. Greift den Schwarmstock an. Unsere Shuttles müssen entkommen. Ihr werdet dieser Eiswelt niemals entkommen. Wir brauchen unsere Streitkräfte. Wir werden angegriffen. Wer hat dich gefragt? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Königin, die Protoss sammeln biologische Proben und bewahren sie in diesen Stasiskammern auf. Wenn möglich, zerstören wir die Lager und beschaffen uns die Biomasse. Na, da ist unsere Nebenmission, alles klar. Abgeschlossen. Ich höre. Sehr gut. Das ist schon mal verbessert. Dann warten wir kurz, ja? bis die... Diese Welt gehört mir. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle auf den Weg gebracht. Dieses Schiff wird von Kampffliegern eskortiert. Ihr könnt uns nicht alle aufhalten, Kerrigan. Doch, kann ich. Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Okay, hier ist nochmal eine Warp-Verbindung. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir holen uns schon die eine Stasiskammer und dann müssen wir weiter verteidigen. Los jetzt! Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt.
gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Große Menge an Biomasse. Nützlich. Kann Schwarm verbessern. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, brauchen einen zweiten Extraktor. Du hast meine Aufmerksamkeit. Weiter vor uns. Ein Protoss-Shuttle hat das Warp-Tor erreicht. Es muss vernichtet. Easy. Der Schwarm schläft nie. So, dann machen wir die zweite Vespingas-Dings hier fertig. Die Protoss bereiten einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. So, mehr Vespingas. Diese Welt gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Okay. Wir gehen jetzt zu der Stasiskammer vor. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Dieser Schwarmcluster gehört jetzt dem Schwarm. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt gehen wir schön da hoch, holen uns die Stasiskammer. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle gestartet. Es bewegt sich auf einen unbekannten Ort zu. Sie aktivieren mehr Warp-Verbindungen. Ich spüre zwei weitere. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Ein weiteres Lager wurde zerstört. Was hatten die Protoss mit all dieser Biomasse vor? Geh mal dahin. Der Schwarm ist hungrig. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Ist erledigt. Lass uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Okay, da sind kleinere Protoss-Basen unterwegs. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Aber gut, stört mich weniger. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Okay, hier ist schon ein bisschen besser verteidigt. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Diese Welt gehört. Das war die letzte Stasiskammer. Das waren die Bonusziele, die haben wir. Biomasse untersuchen, absorbieren, Schwarm verbessern. Der Schwarm schläft nie. Sie machen wir kurz weg, bevor die nächsten Shuttles kommen. Weiter vorrücken. Hinter uns bringen. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Stellen uns hier rein und nee, räumen auf. Ja. Die Protoss starten Shuttles von einer neuen Basis aus. Das macht die Sache etwas komplizierter. Warum? Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Was gibt's? Fang's an. Diese Welt gehört mir. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir.
Gehen wir mal der kurz darüber. Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Was haben wir? Da sind noch Ritualisten. Los jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich gucken, wo die hinfliegen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Drei verschiedene weiter vorrücken. Phasen. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Die Dinger zerstören können wir nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann zum Baum mutieren. Das ist schon ein Baum. Aber es gibt sonst nichts, was ich noch bauen kann, oder? Das ist ein Bau. Schabenhöhle könnte ich noch machen. Brauchen wir aber nicht. So. Okay, wir wissen zwar nicht woher, aber wir brauchen noch mehr. Die sind witzig, die Viecher. Wir haben noch vier verbleibende Wellen und im Moment passiert gar nichts. Ich höre. Okay, da ist noch mal eins. Die Protoss schicken zwei Shuttlewellen. Hartnäckige Mistkerle. Raus damit. Was jetzt? Ihr seid jetzt Gruppe 2. Und ihr seid Gruppe 1. So, dann können wir nämlich schneller zwischen den beiden Gruppen hin und her wechseln. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schläft nie. Ah, easy. Geht zurück. Das sind 23:37. Wir brauchen mehr Overlords. Machen wir hier die 40 voll. Werden angegriffen. Dann haben wir 25. Das heißt, hier brauchen wir noch mehr. Zwei. So, einer noch. Dann sind das hier 40 und hier viel wie geht. Dass man die nicht angreifen kann, finde ich ein bisschen blöd. Raus damit. Die 1 mit Kerrigan. So, 40, 34, 38, 40, dann haben wir 80 Hydrolisk. Die Protoss haben weitere Shuttles gestartet. Gelangt nur ein Shuttle durch die Verbindung, werdet ihr die Macht der Goldenen Armada zu spüren bekommen. Kommt aber da nicht durch. Du hast meine Aufmerksamkeit. Los jetzt. Komm beide hier drüber. Lasst uns das hinter uns bringen. Machen wir easy. Nichts stellt sich mir in den Weg. Hier überschneidet sich's. Und hier warten wir. Das sind die scheiß Schaben noch dabei, gell? Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Ich spüre eine Psi-Matrix der Protoss. Deine Streitkräfte nähern sich der gegnerischen Basis. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Ja, das war die nächste Welle. Der Schwarm schläft nie. Na gut, dass das irgendwann erschöpft ist, war mir klar. Ja. Können wir hier noch. Cluster wird angegriffen. Gut, es sind ein paar mehr. Diese Welt gehört mir. Aber es macht ja nichts. Oh ja, komm, scheiß drauf, machen wir das auch noch hoch. Ihr drei. Darüber und da rein. Tja, jetzt warten wir noch. Es sind noch zwei verbleibende Wellen. Ich kann im Moment eigentlich gar nicht mehr machen. Overlord ist erreicht. Das Maximum. Das heißt, wir müssen jetzt schön warten, bis die wieder angreifen. Ja, in der Zeit, also nächste Woche werde ich dann Rings of Liberty weitermachen.
dass wir da auch fertig werden. Das heißt, es wird dann im Wechsel kommen. Heute hat es Swarm nicht so haben weitere Shuttles gestartet. Und okay, das fliegt so rüber. Du hast meine Aufmerksamkeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Na gut, das ist easy. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir warten hier. Diese Welt gehört mir. Auf das Shuttle. Weiter vorrücken. Ein Stück rüber. Wir haben nicht viel Zeit. Und hier warten wir. Und ihr? Geht da rüber. Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Scheißträger, ey. Gehen wir mal das Geschenk hier auslöschen. Weiter vorrücken. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm lebt nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay. Weiter vorrücken. Ich nehme allein in der letzten Runde werden drei auf einmal starten. Vier. Dann seid ihr wieder 40. Bremen darüber. Ja, das war mir klar. Die Protoss haben drei Shuttles gleichzeitig gestartet. Sie steuern alle die gleiche Warp-Verbindung an. Die Protoss setzen ein Mutterschiff ein. Sie verwenden es wohl, um die Shuttles zu tarnen. Verteidigt die zentrale Warp-Verbindung mit allen Kräften. Holt ihre Schiffe vom Himmel. Hinter uns bringen. Los jetzt. Da hoch. Ihr hier daneben. So, die Armada steht. Die geht denen entgegen. Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Raus damit. Diese Welt gehört mir. Das sollte es gewesen sein. Aber Level abgeschlossen. Also die Mutterschiffe, das die sind ekelhaft. Die Warp-Verbindungen helfen ihnen jetzt nicht mehr. Du hast es geschafft, meine Königin. Der Bedrohung durch die Protoss wurde Einhalt geboten. Sehr gut. Es ist nicht zu Ende, solange sie nicht alle erledigt sind. Also im Prinzip ein einfaches Level. Hydralisten klatschen, was geht. Und aufteilen. Ah, okay, das habe ich fast geschafft. Ja, egal. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Noch ein bisschen die Fernkampf-Level. Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein. Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Tja. Das weiß man ja noch nicht. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. Machen wir gleich. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem sie hierher gekommen sind. Es ist noch nicht zum Abflug bereit, wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Aber ich bin vorbereitet.
Ihr müsst das nicht tun. Ihr könntet gehen. Verlasst diesen Mond, bevor die Goldene Armada eintrifft. Ich kann nicht weglaufen. Das weiß ich jetzt. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Mir bleibt nur der Kampf. Es wird niemals Frieden geben. Frieden? Frieden? Schauen wir mal, was meinst du. Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen oder sie wird nicht aktiviert. Also entweder Zergling Wiedergeburt. Boah, augenblickliche Mehrversorgung. Wir nehmen die Overlords. Ganz klar. Gut. Evolutionsgrube. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Kann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden, anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Ah, es gibt jetzt Evolutionsmissionen. Schauen wir uns mal die Hydralisken an. Raserei heißt höhere Angriffsgeschwindigkeit, mehr Trefferpunkte und die Reichweite erhöht. Wir erhöhen die Reichweite. Reden wir mal mit Abatur. Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Schwach und weich, Knochen gebrochen, Fleisch zerfetzt, dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist, sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Der kapiert's nicht. Naja. Also Leute, wir haben die Hydralisken freigeschaltet. Die Protoss sind immer noch da, leider. Wir haben sie noch nicht ganz vertrieben von dem Mond. Das nächste Mal werden wir die Evolutionsmission machen. Für die Zerglinge. Die kenne ich noch nicht. Keine Ahnung, was das ist, wie die abläuft. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye bye, meine Lieben.